Alex, ich verhungere hier gerade so ein bisschen. Also wenn es keine Umstände machen würde, ob ich was von deinem gebratenen Fleisch abbekommen könnte. Nein. Okay, dann esse ich halt diesen Stein hier. So knusprig. Ja, damit begrüßen wir euch wieder mal dumm zu einer weiteren Folge How to Verhungern. Es ist schwieriger, als man denkt. Überleben ist echt, also nicht verhungern. Es ist echt einfach heutzutage. Aber verhungern, das ist der Shit. Muss ich gegen diese ganzen einem Hartz IV reindrückenden Leute wehren? Gegen die Notaufnahme, wenn du auf der Straße zusammenbrichst? Ja? Die verpassen die Infusion und dann überlebst du wieder in 3 Tage. Das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Ja, das fuckt dein Shit. Life ziemlich ab. Oh, das ist eine Menge Fleisch. Das haben wir von der Ermordung dieser Riesenschildkröte bekommen. War es das wert, Alex? Ja, war's. Wir haben ein Ei. Wir können ein gigantisch großes Spiegelei Du hast machen. ein Ei. Ich sehe, warst du in Vietnam. Das tut mir leid. Wie war der Krieg gegen die Raptoren? Diese kommunistischen Wirt-Raptoren. Nee, Wirt-Raptoren. Die Raptor-Kong, Was ja. gegen die Blair-Raptoren? Genau, gegen die Bliat-Raptoren. Mir ist heiß. Woran könnte das wohl liegen? Könnte das an diesem C4-Päckchen neben dem Feuer liegen? Möglich Bom. wäre es. So, So, schon noch wieder ein neun Schüler. Engrammpunkte. Ja, Use stimmt, das wollte Item, use Item, use the shit out of it. ich ja. Schlafsäcke brauchen wir erstmal, nee. Lesen wir uns mal den Tooltip durch. Ist das nicht. Du bist nicht mein Boss-Spiel. Da Fuchs. Ha! So, und jetzt habe ich gewonnen, oder? Ich habe die Matrix durchbrochen. Warum habe ich nicht gewonnen? Alex, ich rede mit dir! Ich werde erstmal Steine für einen Hör auf, Megasteine Mauerschlüssel. zu sammeln und in deinem Anus zu lagern. Ich rede mit dir. Nein. Ja, was redest du mit mir? Ich höre dir leider nicht zu. Findest du nicht auch, dass Gurken ein hervorragender Wasserlieferant sind? Ja, und sie sind auch zu vielen anderen Dingen gut. Tja, zum Beispiel kannst du mit deinem Booty wackeln, oder? Oh, so sexy. Da Fuchs. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty, back up the booty, I need the booty, I like the. Ich will mehr Sonnenstöße. Und ich will ein Dodo-Schnabel. Das ist ein gutes Souvenir. Und außerdem kann ich damit meine Fingerknöchel stärken. So, und in den Booty. Da kriege ich Schadensmultiplikatoren. Ja, nur ich, weil ich habe da Erfahrung mit. So, erstaunlicherweise bin ich gar nicht gestorben, während wir hier ein bisschen offline waren. Mein Und aus Arsch tut diesem immer noch weh. Grund hole ich mir jetzt Wundbrand, wenn ich meine eigene Eingeweide rausprügle. Ja, ihr seht, wo das Blut herkommt. Nee. Darum habe ich auch noch gar keine Spitzhacke. Da werde ich jetzt eine bauen, au aus Muscheln. Ihr lacht, aber ihr werdet sehen, das ist wird cool. Ja, kannst du mir ein bisschen Fetch oder eben Red geben? Oder Reisig? Oder irgendwas, wo ich halt die Werkzeuge machen kann? Ich will ja nicht wieder meine Minecraft-Instinkte raushängen lassen und gegen Bäume prügeln. Das kannst du besser. Das ist genau die Nö. richtige Arbeit für dich, habe ich den Eindruck. Nicht wirklich. Aber du machst doch schöne Robo-Dance, mach's doch mal. Schon zwei dieser musikalischen Meisterstücke. Ich bin stolz auf mich. So, was brauchtest du? Ich frage mich, wo du den Ein. ganzen Scheiß lagerst. Passt das alles in eine transdimensionale Unterhose oder? Leider ja. Das heißt hier leider, das ist geil. Leider geil. Ich hab die falsche Größe gekauft, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, warum die eigentlich so viel gekostet hat, aber. Da, das passiert mir auch ständig. Ich hätte die halt nicht bei Paraceratherium online kaufen sollen. Oh, das hat sie gerade fast selber gebraten. Das war so nah am Feuer. Wollte ich bestimmt nur seine nackigen Arschbäckchen wärmen. Wo bist du? Du bist unauffällig. Oh, nein, ich ignoriere dich nur gut. So, gib mal ein bisschen Holz oder Fetch oder. Warte kurz, ich will kurz noch meine Spitzhacke Oder dabei meinetwegen auch etwas von diesen knackigen Bäckchen. Ah. haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich jetzt gleich umbringen sollte. Dann hast du nichts gelernt aus all den Spielen, die wir miteinander gespielt haben. Die Antwort ist immer ja. So, also was wolltest du? Holz und Stroh. Ich will hier kein Unboxing draus machen. Das Stein, Format machen andere YouTuber schon. Masern und Alex, Feuerstein. wir können kein So. Unboxing bringen, das ist nicht cool. Scheinbar doch. Andere Leute haben das schon patentiert. Und schreien dabei rum. Tja, tun sie wohl. So, eine Spitzhacke, ein Dings und eine Fackel. Damit habe ich wohl all die großartigen mechanischen Leistungen der modernen Gesellschaft erlernt. Das ging schnell.
Aber das Schöne an diesem Spiel, für alle, die es nicht wissen und aus irgendeinem Grund unser Let's Play angucken, um sich darüber zu informieren, wenn wir hier erstmal unsere 3 Millionen Folgen fertig haben, dann werden wir mit Maschinengewehren und U-Booten rumlaufen. Na gut, U-Boote nicht, aber Flammenwerfer. Oh yeah. Ja, wir haben nicht den Mod dafür installiert. Also schaut uns an, wenn ihr Flammenwerfer mögt. Und somit wurde die Gemeinde der Abonnenten plötzlich ausschließlich männlich. Ah, shit. Und sexistisch. Ah nein, das waren die YouTuber selber. Aha. Ich will nicht wissen, wo der gerade seine Hörner hatte, aber ich weiß, dass ich mal die Musik etwas lauter machen sollte. Oh, ein Dilo. Ja, dann werden wir... Ich sagte Musik lauter, ich habe gesehen, wie dieser Regler zurückgesprungen ist. Nein! Das war geplant. Und Eric, da sind wir wieder. Eric, was? Komm schnell her, komm schnell her. Hm? Guck mal, ein Langhals. Ein Langhals? Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist ein fucking Sauropode. Das sind Sauropoden, so heißt diese Familie. Was? Saurohoden? Ja, Alex, Saurons Hoden, okay? Geil! Ja, sehe ich auch so. Er hat geschissen. Schade. Das ist majestätisch. Und er wischt sich auch gleich den Arsch mit diesen Blättern ab. Das ist so umweltbewusst. Ja. Voll Greenpeace. Ich muss sagen, das ist so ein großartiges Artefakt der Göttlichkeit. Da muss ich einen Schrein draus bauen. Jedenfalls habe ich so das Gefühl, ich habe einfach zu viel Fleisch bei mir. Und ich habe das Gefühl, ich trage gerade eine halbe Tonne Scheiße mit mir rum. Könnte aber auch trügen. Ich trinke erstmal Salzwasser. Das macht mir immer den Kopf frei. Mit E, ne? Ja, gutes Salzwasser. Das funktioniert ja tatsächlich. Gar nicht absurd. So, und jetzt Optionen. Nicht Exit to Main Menu. Das ist suboptimal. Hallo, mein werter Freund. Wollen Sie mit uns über Pteranodon Jesus sprechen? Eric. Ja, soll ich auch reagieren. Eric, hier hast du noch, wo ist es? Genau. Oder? Die waren Dingen. Ich hab Spitzhacke. Ja. Okay, der Bitch-Slap hat verfehlt. Ach, danke. Hätte ich mir auch machen können. Ich wollte nur nicht. So, was habe ich jetzt eigentlich schon? Und eine Fackele. Ich lege es eigentlich immer auf die 3, erst auf die 2. Ja, so mache ich es normalerweise, wenn ich dieses Spiel jemals gespielt hätte. Was ich eigentlich nicht tue. Das erste Mal hier, ne? So, Fackeln noch eine rein. Fackel. Glaubt mir, Fackeln kann man nie genug haben. Wenn, ihr habt zwar noch keine Nacht hier erlebt, aber die Nächte sind brutal. Da kommen Schattendämonen. Brutal. Da kommen Schattendämonen und vergewaltigen deinen Anus. Ja, ich denke mir das aus. Aber, nein, ich will mehr über Pteranodon Jesus erfahren. Erzählen meine ich. Egal. Ich denke mir das natürlich nicht aus. Das ist wirklich arschdunkel. Ich meine, das ist eine Untertreibung. Im Arsch ist es heller. Könnte daran liegen, dass ich gern Plutonium esse und das demzufolge auch ausscheide, aber... Weißt du, da beschwert man sich, dass irgendwie verstrahlte Chinesen oder Japaner leuchten. Ich beschwere mich nicht über sowas. Ich finde das toll. Okay. So, komm. Ich hole mir jetzt ein paar halluzinogene Bären, um meinem herannahenden Tod zu entfliehen. Jedenfalls in meinem Geiste. Dem kümmere ich ein bisschen, was ich davon habe. Und eine weitere seltene Dschungelbuschart ausgerottet. Hervorragend, die nächste. Schon beeindruckend, wie all diese unterschiedlichen Büsche immer sämtliche Früchte tragen, die in den ganzen Biomen vorkommen. Interessante konvergente Evolution. In der Tat. In der Tat, genau. Ach ja, das war fast schon wieder biologischer Bildungsauftrag. Wo können wir denn noch mehr davon machen? Oh mein Gott! Wie stirbt man nicht durch Mega-Ameisen? So nicht! Vielleicht solltest du zum Feuer rennen. Vielleicht soll ich mich einfach meine Haut erwehren. Kommt her, ihr kleine Insektenbastard. Leute, kommt hier wirklich. Nicht laggen. Wow, ich bin Gott! Ich kann alles, ich weiß alles, ich tue alles. Und ich mag Insektenfleisch. Oder Chitin. Das macht alles knuspriger. Ja, ich hätte mir während des Kampfes einscheißen sollen. Nicht danach. Weil gerade eine kurze Reaktionszeit. Oh Mann, das wollte ich essen. Ich nehme an, du hast überlebt. Du mieser Hornschädel, das sieht so lecker aus. Jetzt eigentlich noch mehr. Nehme ich mal kurz das Topping weg, da kann ich das später wieder drauf tun. Oh, Igitt. Hallo. Ich wollte dir nicht beinahe die Zehen abschneiden oder so. Ich meine, ich weiß, du bist ein Paraceratherium, die größten jemals existierenden Säugetiere an Land, mit der Unterfamilie der Intricotheriums, die noch größer. Okay, ich höre auf. Ich habe zu viel BBC-Dokus gesehen, okay? Das war meine Kindheit. Ich habe nicht irgendwelche scheiß Dokus gesehen oder Dragon Ball. Nein, ich habe BBC-Dokus angeschaut. Ich sag, ich habe nicht irgendwelche scheiß Dokus gesehen, sondern BBC. Ja.
Der BBC ist ja auch keine scheiß Doku, das sind die geilsten einfach. Die sind der Shit. Die sind das Leben, die sind die Liebe. Jedenfalls, wenn du immer noch irgendwie Fleisch brauchst, also unser... Ich hol mir gerade mein Fleisch. Wenn ich mächtige Bestien bezwinge. Oh, mein Speer ist kaputt. Okay, ich renne weg. Und sammle Scheiße auf. Wo bist du überhaupt? Um sie dann wieder auszudrücken. Kreislauf der Scheißigkeit. Ach nee, doch nicht. Wo bist du überhaupt? Ich bin ungefähr 70 Meter von dir entfernt, hinter diesem Stein. Und da bin ich. Ach, dort. Okay. Alex, mein Speer ist kaputt gegangen. Ich dachte, du kämpfst gerade noch gegen irgendwas. Tue ich eigentlich. Das ist aber diesen Arsch langsam, diese kleinen Ameisensoldaten. Die Titanomyrmer. Das spricht man definitiv so aus. Stellt nicht meinen brillanten Geist in Frage. Okay. Aber ich kann ein weiteres Update machen. Ich denke, ich mache mal wieder Health. Weil ich unkreativ bin. Oh ja, ich sehe sie. Sie kommen auf mich zu. Das ist nicht mein Problem. Also, Alex, machst du die Keule und ich die Steinschleuder? Ja, die Keule habe ich schon. Okay, dann ist ja logisch, dass ich die Steinschleuder mache. Und dann werden wir uns gleich mal eine davon... Oh, Alter, wenn man die das erstmal tötet, kommt natürlich erstmal dieser scheiß Eintrag und dann bleibt der Charakter stehen. Komisch, bei mir kam der gar nicht. Ey, sammle nicht meine Speere ein. Was? Da waren keine Speere. Alter, jetzt gib die zurück. Ich brauche die. Ich brauche aber auch ein oder zwei. Hast du sonst keine? Du hast doch immer normalerweise 4 Dutzend davon. Ja, ich hab fünf dabei, jetzt habe ich noch drei. Okay, warte. Ja, wer wird zuerst aufgelöst werden? Wer hat zuerst keinerlei Ressourcen mehr zu geben? Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und damit hat der Rechte gewonnen, was wir aus politischen Gründen jetzt aber nicht zeigen dürfen. So, ich weiß nicht, wie man das Inventar öffnet. Da fällt mir ein Bratball das Fleisch hier. Drop Item. Alex, ich habe Unmengen von Fleisch gedroppt. Nimm das Chitin, du stirbst weniger als ich. So, wie war es noch mit Aufteilen, ne? Ja, wir haben irgendwie echt zu viel Fleisch. Ich habe jetzt immer noch 29 gebratenes Fleisch bei mir dran. Alex, du hast gesagt, zu viel Fleisch. Habe ich das richtig gehört? Ja, hast du. Ich habe gedacht, ich kenne dich, aber scheinbar habe ich mich geirrt. Ja, vielleicht auch. Nee, das Fleisch ist hervorragend. Damit kann ich definitiv was anfangen. Denn alle anderen machen sich erstmal Kleidung. Was ist das für ein kleines, hässliches Vieh, was da rennt? Wo? Oh. Hey, das ist ein Oviraptor, denke ich. Nee, das ist doch ein Oviraptor. Ist der gefährlich? Nein, der ist friedlich. Aber er ist etwas territorial. Also wenn du angreifst, verteidigt er sich schon. Ja, aber ich meine, warum rennt er weg? Weil du hässlich bist und stinkst. Na, irgendwas muss ich ja da hinten abgefuckt haben. Naja, vielleicht ist er einfach sehr viel schneller als dieses Ding. Vielleicht warst du Lystrosaurus. Ich meine, ich hab fucking Angst vor denen. Scheiß. Okay. Alter. Renn! So, pass auf. Pass auf. Guck ihn dir genau gleich, an. Gleich, warte. Ich muss meine Hand angucken. Bin dir genau an. Bringt dir das Gesicht ein. Das Gesicht ohne Reue. Ja. Achtung. Spektakulär. Er hat gerade am Sand genuckelt. Ich nehme an, du hast jemanden von Bären gefüttert. Ja. Und jetzt schwingt er sein Booty. Ich bin überrascht, dass er nicht scheiße ist, so wie die anderen. Ja, das kommt davon. Du hast ihm halt immer nur Durchfallbären gegeben. Und er fragt sich jetzt, was die beiden Penner um ihn herum wollen. Tja, ich habe das Interesse verloren. Den zu zähmen wird irgendwie lange dauern. Welches Level ist er? 22. So, ich will jetzt einfach Craftables gucken. Genau, ich kann sie mir machen. Hervorragend. Denn alle anderen YouTuber, die ARK spielen, machen sich erstmal eine Wohnung, eine Bekleidung, ein bisschen Sonnencreme, was man so braucht zum Überleben. Sind halt Pussys. Genau, wir nicht. Oh, der hat geschissen. Oh, und ich hab's verpasst. Das war das größte Ereignis in meinem ganzen Leben und ich hab's verpasst. Na, ich kann mir Andenken mitnehmen. Denn wir denken uns, es wäre doch viel cooler, wenn ihr uns beim Nomadendasein zuschaut. Werden wir uns einfach mal irgendwas zähmen, womit wir halbwegs gut durch die Welt kommen und das nicht zu schwer ist natürlich von Anfang. Und dann, anstatt eine feste Bleibe zu haben, werden wir uns einfach immer weiter durch die Welt raiden. Und ja, dann schauen wir mal irgendwie ein paar Mal unsere Lasttiere verlieren. Aber das ist doch alles in allem etwas spannender, ist uns immer nur beim Grinden zuzusehen und beim Häuserbau. Erik, sag mal, wozu kann man eigentlich nochmal die ganze Holzkohle benutzen? Holzkohle dient in erster Linie für Farbstoffe, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Aber also, ich täusche mich immer. Also ist erstmal sinnlos und ich kann es wegwerfen. Ich habe nicht eine einzige Narco-Berry. Warte, ich habe ein ganzes Paar, glaube ich. Gib mir 5 Millionen. Und Fleisch. Ja, sechs viel Stück. Fleisch. Und deine Kreditkarteninformationen. Die mir hier auf dieser abgelegenen Insel alles nützlich sein wird. Was willst du überhaupt sehen? Wir haben noch nicht mal einen Sattel.
Ja, und ich hol mir ein Dilo. Die großartigste Geschöpfe in die Universum. Achso, du willst ihn erstmal K.O. schlagen, okay. Ich hab einen Steinschleuder. Ich benötige jetzt einfach nur ein wenig... Ich habe leider nur 6. Drogen. Das sind Drogen, das sind nicht genug Drogen. Okay, warte mal, in Markt dir gebratenes Fleisch mehr? Nein. Gebratenes Fleisch viel weniger. Ja, warte, ich habe hier 19, warte hier. Ja gut, du hast es schon rausgenommen. Sehr gut. Und dann werde ich einen Haufen Büsche ausrotten, um genug Bären für diesen einen Dilo zu bekommen. That's how we do it. So, dann komm her, du wunderschöne Kreatur. Welches Level bist du eigentlich? Ich gehe mal ganz nah an dich ran, obwohl ich eine Fellkopfwaffe habe. Ich fand das Video, was du mir geschickt hast mit dem Lystrosaurus, das war auch so geil. Natürlich war es geil, ich habe es geschickt. Kabam! Oh, der hat einen Dickschädel. Ich nehme alles zurück, du bist schwach. So, und bewusstlos. Jetzt bist du mir ausgeliefert, mein werter Freund. Das war ein Level 10, das ist ziemlich... Was ist denn das? Also ich glaub, die Großen hier, die werden wir nie so schnell kriegen hier. So ein... Was ist das noch? Paraceratherium. Nee. Paraceratherium Level 3. Ist die Frage, wie schnell wir den umhauen können. Paraceratherium kannst du knicken. Da brauchst du Unmengen. Und wenn ich Unmengen sage, dann meine ich Unmengen. Also sind Narkosepfeile wahrscheinlich doch besser. Narkosepfeile ist nur der Anfang, weil in Level 1 brauchst du ungefähr 20 Narkosepfeile, um ihn umzuhängen. umzuhängen. Oh, was für ein stylisches Kleidungsstück. Hängen wir ihn mal um. Also ich hatte jetzt eigentlich eher an Galgen und Strick gedacht. Viel Glück bei so einem Strick und so einem Galgen. Das kann eine Weile dauern, sowas zu zimmern. Ja, wir sagten, das sind Galgen aus Holz sein, muss kann ja auch ein Stahlträger sein. Ja, viel Glück, da mal Stahl zu finden. Du musst mit deinen bloßen Händen abbauen, so Minecraft-like. Ja, genau. Mist, nicht eine Narco-Berry, aber ich muss die ich ihm gegeben habe, erstmal ein bisschen reinfüttern. Ansonsten explodiert er ja. So funktioniert das 10 bei 8. Ich nehme bei mit dem Lystrosaurus. Der läuft hier rum und ich fütter dem alle ein paar Minuten mal kurz eine Berry hier. Und so verlor er seinen neuen gefunden. Ach verdammt, jetzt muss natürlich ein Kano kommen. Ich habe den anderen ja schon im Auge behalten, aber das ist ein anderer. Ein so, Torpor ist ja wie betäubt er ist. Und dann werden wir ihm natürlich mal die Scheiße aus dem Raus betäuben. Oh, guck mal, wie er knabbert. Knabber doch mal, ich hab's nicht gesehen. Oh. Bist du aber wirklich ein putziges Kerlchen? Wer ist ein putziges Kerlchen mit deinem Psychoblick? Du bist ein putziges Kerlchen mit deinem Psychoblick. Was? Okay. Sie hatte offensichtlich einen Breakdance-Unfall und ist daran gestorben. Nein. Fürchte dich nicht, mein Freund. Dein Tod war nicht vergebens, denn ich werde jetzt in dir drin wohnen. Ich höhle mir gerade meinen Wohnraum aus. Kann eine Weile dauern. Also ist aber wert. Sie scheißen wirklich nach einer Beere. Ja, aber weißt du eigentlich, wie begehrt Riesenschildkrötenwohnungen sind? Das ist Platz für ein ganzes Apartment hier drin. Bei so einer normalen, wie diese getötet haben? Warum kriege ich jetzt keinerlei Fleisch? Das finde ich dann doch befremdlich. Vielleicht, weil ich hier drin stecke? Ziemlich noch verdaut? Verzweifelt und versucht zu überleben? Nee, komisch. Also, ich habe ja eine Tote... Aber die, eine Tote, ja. Eine tote Schildkröte soll ich vielleicht spezifizieren. Aber das reicht irgendwie nicht. Ich kann irgendwie nicht abbauen. Schade. Fütter ich halt weiter meine Spielzeuge hier. Oh, das ging ja flott. Ungewöhnlich flott. Wir nennen ihn WWW. Nein, wie nennen wir ihn? Naja, wir haben ja den Zähmen haben wir, glaube ich, hochgesetzt, oder? Stimmt, haben wir, aber das ist natürlich trotzdem absurd schnell. Naja, egal, jetzt haben wir einen neuen Freund gefunden, das freut mich echt. Und, wie nennen wir ihn? Wir müssen ihm einen großartigen Namen geben. Kevin. Damit ist es entschieden, er ist schuld an allem. An allem, was jemals passieren wird. So, jetzt muss ich mal die Pfeif-Kommandos überprüfen. Was waren sie? Offensichtlich gar nichts. War das nicht T irgendwas? Ja, also, genau. Wenn du Y nicht umgestellt hast auf Liegen, ist Y folgen, glaube ich. Nee, anhalten war Y. Y war? Anhalten. Und nee, U war, glaube ich, folgen. Oh, hier, Punkt. Ja, das. Ich nehme mich eigentlich, dass es andere waren, aber naja. Du folgst mir jetzt jedenfalls, mein bekragter Freund, Kevin. Oh, Mensch, Kevin. Butschig. Ja, trotzdem brauchen wir mal einen größeren Dino, womit wir dann rumreißen können. Brauchen wir nicht, wir brauchen nur 5 Millionen von denen hier. Eine Armee der Kevins. Das klingt nicht wirklich bedrohlich.
leider nicht. Aber wenn wir noch ein paar von denen hätten, dann könnte uns niemand mehr verarschen. Kannst du, Alex, guck ihn dir an. Streichel ihn mal. Er fühlt sich sehr weich und flauschig an, wie man ja schon sieht. Beanspruchung erlaubt in irgendwas mit 7 Stunden oder so, die Zeit backt, ich weiß nicht. Ja, dann wird er wieder langweilig werden, du kannst ihn haben. Bei mir wird er rot angezeigt, wir sollten gleich mal einen Tribe oder sowas machen. Das wäre nicht schlecht. Dann lass mich mal einen Tribe gründen. Und das ist natürlich der Stamm der Spaß, nicht wahr? Kevin scheißt gleich erstmal drauf. Okay, wenn Kevin das anders will, dann sind wir natürlich die Chibi Reapers. Bescheuerter Name. Weiß nicht, warum irgendjemand auf so eine Idee kommen sollte. So, closen wir das. Und, Recruit. Ich will ja eigentlich die Leber rausnehmen, aber gerade kann ich das nicht. Also, recruite ich dich mal.